Hast du. Ja, doch, hast du Bigfoot Damage auf 2? Ja, immer. Bist du sicher? Ja, natürlich. Bist du absolut sicher? Müsste zu dritt normal, müsste ich so spielen. Und so Ganz spielen normal. ehrlich, ich habe das Spiel schon zu dritt gespielt und wir haben dem nicht mal 100 Schaden insgesamt gemacht. Weil wir es einfach nicht hingekriegt haben, wir waren vorher tot. Lass es halt mal auf 112. Nochmal, ich bin komplette Anfängerin, was das angeht. Ich habe das aber noch nicht so richtig gecheckt. Ich erschrecke mich immer noch viel zu sehr, als dass ich da mich richtig drauf fokussieren kann, das Spiel eigentlich richtig kennenzulernen. Deswegen, aktuell ist es in Steam in meiner Liste von wegen, sprich mich nicht so an. Ja, ich muss mich jetzt auch erstmal reinfuchsen. Ich habe jetzt gesehen, es gibt einige neue Sachen. Vor einer Woche passierte etwas Schreckliches. Dankeschön. Haben wir Ich hätte gelesen. es gerne gelesen für den Stream. Das sieht man noch im Video. Jetzt war ich schon wieder im roten Bereich. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu laut. Gott, ja, diese. Mein Süßsignal Pistole mitgenommen. Erstmal wieder alles anmachen hier. Nein, das hatten wir schon. Das Thema hatten wir schon. Das Gewehr überlasse ich euch. Okay, Dass dann jeder ist. vielleicht eine Waffe hat. Ich muss an die Kiste hinter dir. Ja, komm. Lauf kurz vorbei. Wer hat die Pistole? Ich habe die Pistole. Ja, warte mal. Ein bisschen Warte. Munition gegeben. Und ich habe die ganzen Erste-Hilfe-Pads, weil ich habe ja eher, ich habe ja höhere Heilungseffizienz. Dann macht das, denke ich, Sinn, wenn ich die ganzen Medikits habe. Wäre schön, wenn ich dann noch die Pistolenmunition kriegen könnte. Ich habe dir doch welche gegeben. Die 7,62 mm, sind das meine? Nein, die 9 mm müssen deine sein. Weil hier sind im Kühlschrank liegen noch 7,62 mm drin. Die Signalfackeln. Hab ich. Nein, ich meine, sind die für die Pistole, für diese Signalpistole? Weil ich habe noch zwei. An wen jetzt? An Leuchten. dich. Hast du überhaupt schon irgendwas an Waffen? Ich habe das Messer. Wo müssen wir uns eigentlich ausrüsten? Die Jagdstaffel. Hey, du hattest. Hier war doch noch Warte, das Gewehr. Wer von euch hat das ist Gewehr dran. mitgenommen? Ja. Warte mal, dann gebe ich dir mal die Ich wollte gerade Pistole. sagen, gib ihm doch Pistole oder Gewehr rüber. Ich habe Truppen. überhaupt nicht gemerkt, dass ich die Signalpistole überhaupt aufgehoben habe. Jetzt gerade. Ich habe die Nachtsichtkamera dabei. Ich wusste gar nicht, dass es eine Nachtsichtkamera gibt. Oh, ich habe hier noch 9 mm Munition. Das ist sehr schön. Ihr wisst ja beide, Wölfe, Bären können uns genauso wie Bigfoot überraschen. Ich habe noch eine Signalpatrone und 12 Gauge. Genau in dem mittleren. Signalpatrone kann ich mitten im Gau gefunden. Das ist A8, 70 Munition. Was hast du von der Waffe hier? Ja, die. Ja, die R700, also sprich, das ist einfach nur die Sniper. Ah, okay. Das Jagdgewehr. Hast du gerade. Nein. Habe ich nicht. Das Fenster hat mich gemacht. Warum hast du das Fenster gewonnen? Warum Das machen die nicht? mir auch gerade die ganze Zeit. Tablet. Und das True Blood. Wenn ich soweit alles hatte, ich soll mal kurz aufs. Ist man hier überhaupt sicher, also komplett sicher vor Bigfoot? Meine Schnurrungslosigkeit.
Also sobald man von hier losgegangen ist, jagt Bigfoot einen überall hin. Der kann dich sogar so ab dem Punkt, wo du spawnst, kann dich jagen. Alles klar, das hatte ich noch nie. Doch, mich hat er schon ein paar Mal im Spawn überrascht. Mit dem Kumpel alles aufgesammelt und zwar kann Bigfoot. Wischt euch die Kamera am besten. Ich würde sagen, hier in die Richtung, oder? Ja, du kannst ja eh drehen, aber ich würde ziemlich viel Überblick haben. Wir haben ja Fallen, wir können theoretisch vor die Kamera eine Falle stellen, oder? Nee, der Fallen, der braucht erst das Fleisch, das muss. Ich hab Fleisch. Du hast Fleisch? Hm. Ich auch. Ja, aber ich würde sie nicht direkt vor die Kamera stellen. Ich würde sie auch ein bisschen abseits stellen. Profi, bleib mal stehen, bitte. Jetzt hast du Fleisch. Jo. Okay, wir haben eine Taschenlampe, ne? Mit F. Ah, ja, stimmt, wir haben ja eine Taschenlampe. Schon wieder vergessen. Wenn er da noch ist. Seid ihr jetzt ernsthaft ohne mich losgelaufen? Ich hol dich. Ich dachte, du warst dabei. Dachte ich auch. Bigfoot hörst du ja nochmal schreien aus, als ob sich alles geändert ist, weil so rückjagt ist. Wir haben gerade beziehungsweise festgestellt, dass Bigfoot bereits schon jagen kann. Wieso rennt ihr jetzt schon? Nee, in der ersten Nacht jagt er noch nicht. Natürlich doch. Hat das Profi doch gerade. Normalerweise kann er schon in der ersten. Schon in der ersten. Der einzige. Ganz kurz, links dürfte ein Lager sein. Stand das sogar in den Patch-Notes drin, ne? Hat sich das so viel geändert, also mein letztes Wissen war, dass es ab und zu Spawn jagt. Also, insofern ich das jetzt von der Aufnahme her alles noch mitgenommen habe und ich habe ja auch noch auf YouTube ein bisschen rumgeguckt, da war es so, dass Bigfoot nur nachts jagt und die erste Nacht gar nicht. Ja gut, das sei denn, man rennt frontal auf ihn zu, das ist ja aber klar. Ja, das ist da logisch. Schade, ich dachte, hier wäre irgendwie was. Okay, aber wenn die das so geändert haben, dass wir jetzt neue Lager machen, das ist zu viel, ja, der Map ja gar nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass beim See auf der Karte ein Dorf war. Darf ich ganz kurz reingrätschen? Profi, es wäre schön, wenn du wieder deine alte Lautstärke sprechen könntest und dich plötzlich so ganz leise werden könntest, dass du fast flüsterst. Ich habe kein Wort verstanden, weil du zu leise warst. Ich finde das nicht witzig. Ich habe es eigentlich gerade Lust, wenn ich die Sophia in der Map verändert habe, dann gut nachtlos ist. Ich bin gar nicht mehr aus. Du wirst schon wieder so leise. Dann hey, gut Nacht. Dann gut Nacht, was? Dann gut Nacht um 6. Ach so. Habt ihr gerade dieses Hauen gehört? Was für ein Hauen? Okay, dann gut, dann habe ich es nur gehört, weil es auf der Kamera war. Wenn ihr ein Hauen hört, das heißt, dass Bigfoot irgendwelche Fallen aufstellt. Bigfoot kann Fallen aufstellen? Ja, er kann Bäume manipulieren, dass sie auf uns drauf fallen. Okay, ich kenne das was? Spiel gar nicht mehr. Danke dafür. Oh Gott, ich bin mich vom Rahmen erschrocken, auf Gottes Willen. So, wenn Wölfe Bären kommen, der am besten Messer nehmen und sich drauf einkloppen, dass die umgespart wird. So, Klassiker. Ach, da oben ist es drauf. Das meine ich. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, du hattest recht. Ich habe den sogar beobachtet, wie er gefallen ist. Ja, von Beginn an beobachtet. Zum Glück bin ich ein Stück nach rechts gelaufen. Ja, zum Glück. Alter, ich glaube, ich mache gleich Profi ein bisschen lauter, ne? Aus irgendeinem Grund ist der bei mir jetzt, ich weiß nicht, ob absichtlich, ich hab eigentlich extrem leise.
Kann jemand von euch Gitarre spielen? Nein. Ich üb's. 9mm Munition, was ich starte, und immer alt. Also ich habe doch nie versucht Gitarre zu spielen, weil ich weiß, dass es... Oh, hoch. Ey, das ist meine Aufgabe. Was ist das Teil aus? Hat von euch jemand Kameras mitgenommen eigentlich? Ja. Ah, jetzt. Eine habe ich dabei. Klingelt das blöde Telefon. Dann stell mal hier irgendwo. Ich habe hier ein Feuerwerk gefunden. Und Bigfoot kann auch. Möchte jemand ein Feuerwerk? Ja. Ich weiß nicht, ob Bigfoot das schon früher konnte. Ich kenn's ja nur seit dem Update hier. Aber er kann auch zum Beispiel sowas wie ein Vogelhaus aus der Erde reißen. Alles klar. Damit vermöbeln. Oder er kann eine Gitarre nehmen und uns damit auch kloppen. Ich habe hier 5,56 mm Patronen. Und wieder 12 Gauge. Ich weiß nicht, was das Gauge heißt. Es wird wahrscheinlich anders ausgesprochen. Ich sag jetzt Gauge. 9 mm. Ja, und hier ist eine 7,62 mm Patrone drin. Okay, wenn mein Englisch besser wäre, könnte ich ja lesen, was auf den Scheiß auf den Häusern steht. Oh, ja. Gut gefangen. Ich habe hier noch eine Signalpatrone. Ja, die hole ich mir nach. Hat von euch jemand noch irgendein Gewehr gefunden oder so? Nö. Aber eine Kerze. Da kann ich auch versuchen, Bigfoot abzuschmeißen. Mit der Kerze? Die kann man aber nicht aufheben. Ja, aber vielleicht brennt dann Bigfoot ein bisschen. Ja, aber aufheben kann ich sie trotzdem nicht. Na, wenn es so viel weiter auf den drauf tröppelt, dann nicht. Peter, ich gehe mit Rubik's in der Falle, sie konnte mir nicht helfen, sein Vorbild. Oh, hier ist ein Zettel. Weiß Peter, ich kann dich nirgends finden. Ich habe Rubys Tagebuch gefunden, habe es gelesen, aber nicht mitgenommen. Wenn wir uns später sehen, sage ich dir, was ich gelesen habe. Triff mich beim Wasserfall, ach. Monika. Hier ist auch ein Zettel. Ich dachte, du meinst ihn auf dem Tisch? Den hab ich grad nee. So, Peter, ich gehe mit Ruby zur Falle. Sie brauchte wenig Hilfe. Sei vorsichtig, Monika. Ja, gut. Oi. Ich hab das den Blitz gerade gesehen und bin erschrocken. Ich hab mich gerade auch erschrocken, aber nur weil meine Ohren weggepfeffert wurden. Das war ein Blitz? Hier auf dem Zettel. Hier auf dem Zettel ist noch ein. Auf der Bank ist noch ein Zettel. Ich werde nach Bigfoot neben der Marble Fork Cave suchen. Geh nicht dahin. Sei vorsichtig. Aber daher, dass sich die Map nicht verändert, denke ich, die Leichen liegen immer noch an derselben Stelle. Also die wir das letzte Mal gefunden haben. Nee. Wieso wir? Du hast die gefunden. Ja, du warst ja was. Ich bin als tote Begleiterin dabei gewesen. Aber du hast sie gefunden. Wenn du dabei gewesen bist, dann haben wir es auch beide gefunden. Ich hab die Gauge. ich hab hier ein Gewehr gefunden für Gauge-Munition oder so. Ich mitnehmen, weil ich hab. Ich wollte auch nichts mitnehmen, Mensch. Du hast gefragt, ob ich eins gefunden habe. Hier ist noch ein Zettel. Ich suche nach Monika im Baumhaus. Ich muss sie finden. Ruby, bitte sieh dich bitte sieh beim Wasserfall nach. Peter. Okay, ich hab, Peter ist irgendwo bei einem Baumhaus und. Ich habe jetzt eine Axt. Okay. Die. Hat jemand von euch ein paar Blätter gesammelt, dass man die Falle ein bisschen drecken kann? Man kann Blätter sammeln? Ja, du kannst Blätter auffallen. Okay. Warte, wieso kriegst du überhaupt das Gewehr? Du hast doch die Leuchtpistole. Wobei, hast recht, die Leuchtpistole. Hier ist auch noch Muni drin für dich. Die Leuchtpistole macht jetzt... Ich weiß nicht, ob in der Tasche was war. Macht wirklich fast keinen Schaden. Okay. Das die wusste ich jetzt so kurz, nicht. Wenn er mitten im Angriff ist, schießt er mit der Leuchtpistole drauf, bricht den Angriff ab und aber den nächsten. Wart ihr schon hier hinten in dem Haus und habt eure Gauge-Munition oder was, wie die ausgesprochen wird, geholt? Was ich ja alles vorgelesen habe, was ihr ja anscheinend komplett ignoriert habt. Ach, hier ist auch noch ein Zettel. Ja, den habe ich doch gerade gelesen. Achso, das ist das, was du hattest. Wie war das nochmal? Äschte sammeln, du kannst Äschte normal liegen auf Boden, Äschte rum, die kannst du sammeln und dadurch kannst du deine Falle tarnen. Was? Da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Bigfoot die Falle rennt. Hä, was für Äste? Normal, also so kenn's ich noch, dass auf Boden Äschte rumliegen, mit denen du deine Falle tarnen kannst.
Sofern ich das mitbekommen habe, rennt Bigfoot die ersten zwei Male in die Fallen rein, ohne dass man die verdecken muss. Dann lernt er, okay, man muss auf den Boden gucken. Also er guckt dann auf den Boden nach Fallen und dann rennt er nicht mehr rein. Da muss man sie tarnen. Ich hab's halt von Anfang an. Hä, was für Äste? Ich verstehe nicht, was ihr meint. Man kann Äste sammeln, damit kann man die Fallen tarnen. Das hab ich durchaus verstanden, aber was für Äste? Bleib mal stehen. Ja, ich such grad Bleib mal stehen. So. Ich muss dafür nicht stehen bleiben, du musst einfach nur um mich klicken. Ich war gerade. Du hast dafür stehen zu bleiben. Punkt. Okay. Ich war gerade weg von dir. Okay. Kamera, Falle, Autobahn. Ich werde nach Bigfoot neben der Marble Four Cave suchen. Geh nicht dahin, sei vorsichtig. Das hatten wir ja, glaube ich, auch schon. Wie war das nochmal mit Äste sammeln? Ach, das ist die Gitarre. Das heißt, hier dürfte schon alles leergelootet sein vom Profi. Ich habe hier, hab hier noch 7,62 mm Patronen. Was ist das für ein Sound? Hallo? Ja, ich hab's gehört. Ja gut, wenn ihr mich ignoriert, dann nehme ich die jetzt mit. Noch zwei. Jetzt dürfte Bigfoot bald mal kommen. Ja, mir wäre es lieb, wenn wir uns in ein Haus verschanzen könnten und an der Tür eine Falle hinlegen könnten. Ja, machen. Da hol ich meine Falle wieder. Hallöchen, Foxy. Hallo, Foxy. Lalalala. Profi. Ja. Das Licht okay. Aus. Tür zu. Und die Vorhänge schließen. Da kommt er. Sag die Tür zu. Hat ich gerade vorgehabt. Sofern ich das noch mitbekommen habe, schreit Bigfoot, wenn er entweder in eine Falle tritt oder irgendwas anderes. Ja. Ich guck gerade ein bisschen durch Kamera rein, guck, wann da kommt. Also dürfte man theoretisch hören, aber. Ich habe ja normal die Kamera so platziert, dass man zu Hause sehen dürfte, oder? Oh mein Gott, ein Follow. Wie geht man damit um? Warte, ist die Haustür zu? Ja. Ach, die Muni nehme ich jetzt einfach mit. Jo. Ich rede da nicht mehr mit euch. Einfach mitnehmen, ja, gut ist. Ja, ich sehe es noch. Man sieht's aus. Das ist zwar ein Baum im Weg, aber man sieht das Fenster. Ja. Danke für die Signalpatrone. Schauen wir durch die anderen Kameras auch nochmal. Also die Kamera am Camp sieht gut aus, darf nicht. Ja, ich habe gerade alle nochmal durchgeglotzt. Gibt es nur eine Nachtsichtkamera? Oder hat jeder eine? Das sieht so aus, als hätten alle eine Nachtsicht. Alle haben normal Nachtsicht. Echt? Oh, also kriegt jeder... Ja. Oh, er ist hier. Er ist hier. Nein, wirklich? Er ist drin. Haus dabei. Wenn er zu viel Maxi macht, dann mit der Leuchtfackel drauf schießen. Aua. Nein. Er rennt weg. Ja.
euch hat keiner zufällig leicht Tracking gehabt. Nö. Nee. Ach so, mach ich das mit der Nachtsichtkamera. Ich brauch die nicht. Oh, da ist irgendwo. Wie viel Leben habt ihr noch? Noch 60. 42. Ja, danke, warte mal, ich geb dir. Da hättest du ja besser ein Heim, das gebe ich dir mal die erste Hilfe-Sets. Ja. Ums Heim. Das war der Plan. Wie viel hast du nochmal, Profi? Irgendwas mit 60, ne? 60, das reicht noch. Dann heilen wir da noch nicht. So ab 40 rum heilig. Ich hab 55, also. Hast du noch Gauge-Munition oder Schrotpatronen? Nein, ist jetzt einfach. Gauge, ja. Was brauchst du für Patronen? Ich brauch die, Moment. Die, ich weiß gar nicht. Wo kann man das denn sehen? Du gehst auf deinen Rucksack und dann kannst du auf die Waffe gehen. Wahrscheinlich runter scrollen, wo es ist, als direkt Inventar. Geeignet Munitionswild, Gauge. Ja. 7,62 mm. 7,62. Da habe ich dir, kann ich dir die geben? Du drückst eh auf mich, wählst die aus und dann wie viel? 7,62, da kannst du halt alle 80. Foxy, wie meinst du das mit immer noch dran oder wieder? Da. Rennt da am Baum. Nee. So, jetzt erstmal ganz kurz, Leute. Was brauchst du jetzt für eine Muni, Lucky? 7,62. Ja, wieso ignorierst du mich dann permanent, wenn ich dir durchsage, dass ich davon, wer weiß, wie viel gefunden habe? Weil ich gerade mit dem Profi geredet habe. Nein, du hast mich vorher die ganze Zeit permanent ignoriert. Da hast du nichts gesagt. Da hast du nicht geredet. Hab ich? Die ganze Zeit in den Häusern habe ich immer wieder gesagt, ich habe hier 7,62 Patronen. So mache ich jetzt noch Bigfoot Blatt. Das hast du einfach nicht. Ich wäre hier fast in die Falle rein. Die sollten wir vielleicht mal mitnehmen. Nee. Die sollten wir vielleicht mitnehmen. Also so nicht ich, sondern jemand von euch. Ja, aber man kann sie mitnehmen. Also wird sie wohl noch verwendbar sein. Ja, wie bist du denn da fast reingerannt? Ich sag ja nicht, dass ich fast ausgelöst hätte. Ich habe nur gesagt, ich bin fast reingerannt. Also fast drauf. Ich weiß, dass du da bist, Großer. Komm raus. Es ist tagüber. Ja, es ist tagsüber, da wird er wohl nicht raus. Was ist los mit dir? Das kenne ich schon lange nicht mehr. Was? Erstmal Hallöchen, Niklas. Brauchst du dich auch nicht zu kennen. Ja, tu mich bitte nicht anleuchten, wenn ich im Wasser bin. So. Aber ich verstehe immer noch nicht, was für Äste ich aufheben können soll. Ich find's jetzt gerade auch nicht mehr, bin ich ganz ehrlich. Ich auch nicht. Da bin ich ja wenigstens nicht doof. Nö, ich komme mir gerade selber dumm vorbei. Ich weiß ja, dass man Äste sammeln konnte und Steine, um sein Ding zu tarnen, seine Falle. Ich kann weder Äste noch Steine aufheben. Ich hab's gerade richtig süß gefunden, wie Bigfoot explizit auf den Fallensteller losgegangen. Ich weiß es nicht. Wir können theoretisch mal eine Kamera platzieren, oder? Ja. Ja, könnte man. Ja, warte mal. Wo soll ich die hin platzieren? Direkt hier? So, dass man hier einen schönen Überblick hat. Da hat der Ringgang und am besten hier runter. Oh. Du hast gesehen, wo der kommt. Ja, hier passt doch eigentlich. Warte mal, ich guck mal auf die Kamera. Oh. Ich glaube, wieder irgendwo eine Falle. Das ist mir auch neu, also das habe ich auch nicht gewusst. Hab ich ihn gerade gesehen, oder? Alles klar, Bigfoot ist am Bauen. Da über uns irgendwo ist er. Papa Foot. Wir dürfen hier nur nicht zu nahe kommen, weil sonst greift er uns an. Das wäre nicht so nice.
Jetzt ist am Tag, da ist noch ein bisschen einfacher, ne? Vor allem ja, das Bigfoot regeneriert es halt, na. Seit wann regeneriert er? Das ist mir jetzt weiß ich ja, nicht. Du, er kann sich regenerieren bis zur grauen Leiste, die man oben sieht. Ja, ja, das ist mir auch relativ. Ja, aber da vorne ist ein Lager, da kann ich gucken, was das ist. Also er kann es, muss aber nicht. Was steht denn da überhaupt? Help! Eine Gasflasche. Hier wäre noch eine Waffe. Hier ist Gauge-Munition und ein Gewehr. Ja, 800, das ist das, was ich hab. Da nehme ich mal das Gewehr mit. Jo, da ist noch ein Erste-Hilfe-Set für dich. Ja, meins. Wo kommt der? Hä? Da. Ihr habt keine Erste-Hilfe-Sets mehr, oder? Nee, ich habe keins aufgesammelt. Ach, hier ist noch eine. Hier ist noch eine Signalpistole. Ich hab schon zwei Waffen. Ich würde die ganz gerne Lucky geben. Ihr kommt damit eh besser zurecht als ich. Okay. Ja. Ja. Danke. Nee. Böse. Ich hab's ausgemacht. Du hast es dann wieder angemacht, also. Nein. Ich werde dich nicht. Du bist ins Klo. Ich weiß nicht. Beim du gehst ins Klo, ich stehe schon längst drin. Ja, ihr habt's zugemacht. Piep, piep, piep. Ja. Einfach mal die piep, piep, piep. Keine Ahnung. Moment! Moment. Oh, Kamera 4 ist tot. Ja, die Kameras piepen, wenn Bigfoot in der Nähe einer Kamera ist. Und das war gerade die Vierer und die ist kaputt. Die Vierer haben wir wo positioniert? In der Bigfoot-Höhle. Oh. Also, wir nicht ver- Gehen wir da hin? Was fragst ihr mich? Ja, also gehen wir da hin. Das war ein Ja. Man kann hier auch rüber? Ja. Ah, mit der Leertaste. Okay. Stimmt. Die Kamera steht hier oben. Noch. Ach, das war auch schlecht, Bigfoot. Das Ding hat vielleicht da oben geschrien. Hier ist die Höhle. Wo ist die Kamera hin? Die ist komplett weg. Die ist komplett. Komplett weg. Ja, gehen wir mal nach da oben, würde ich sagen. Der ist in der Richtung irgendwo. Baum! Moment. Ja, wir momentieren. Ich bin verwirrt. Ich wundere, warum der beim Hochlaufen nicht ausgelöst hat. Ja, das ist das, weswegen Lucky verwirrt ist, glaube ich. Ist irgendwie da hoch. Ich kann die Sache nicht kaputt machen. Weiß ich nicht. Wie Sport, gibt's da irgendwo eine Uhrzeit? Wie Sport? Wer kommt dunkel war? Weiß ich nicht, glaube nicht. So. Muss irgendwie Berg hoch. Ich weiß, gibt es überhaupt noch Tracking-Kugeln? Weiß ich nicht. Ich kann nur das, was ich bisher von YouTube gesehen habe. Warte mal, halt, ist da oben irgendwas? Ja. Ich gehe mal den Berg hoch. Und damit? Ich bin hinter dir. Ein Profi ist hinter mir. Ja, ich bin bloß ein bisschen Abstand halten zu euch. Weil da unten ist er, weg für dich unten. Kommt er. Hab ihn angeschossen. Gut. Ich habe ihn nur noch weglaufen sehen. Ja, das passt, wir können jetzt erst mal wieder ein bisschen laufen. Schaut mal nach. So. Jetzt sollten wir aber immer ein bisschen acht bleiben, weil jetzt kann er jeden Augenblick kommen. Mhm. Auftauchen. Ach, indem wir jetzt ihn angeschossen haben, haben wir dann so gesehen seine Regeneration verhindert. Oder verkürzt.
Guck mal oben. Nein, der war ja, ich seh's. Nee, war nicht. Doch, ja, bei mir war der graue Balken weg. Nee, bei, nee, bei uns bei noch nicht. Ich hab's ja auch im Stream. Der graue Balken ist auch immer noch minimal da. Ja, minimal ist ich auch noch. Lucky, du hast dich ernsthaft gerade deine Munition hier auf dem Tisch liegen lassen. Das ist deins. Hä, ich hab nach drei. Ich hätte eben drauf geguckt, ich konnte nichts machen. Bin ich so verwundert. Oh. Da würde ich sagen, dass er da ist. Nö, das ist logisch, dass er kommt. Erscheint, auftaucht, wie auch immer. Warum ist hier ein Funktor? Warum fährt hier schon wieder ein Auto rum? Die haben eine fünfte Kamera? Ich habe gerade hier nochmal eine aufgestellt. Aber warum zählt das hier als die vierte? Da wo wir jetzt sind. Achso, ja, weil der kaputt gegangen ist. Genau. Wir bleiben jetzt einfach hier oben, bis Papa Bigfoot kommt. Du brauchst die Kamera nicht gucken, weil wir sehen ja Bigfoot. Ja, wir haben ja auf verschiedenen Orten Kameras. Ja. Er hat von Ach über die Drohne mitgenommen. Ja. Dann kriegst du von mir jetzt noch kurz eine Drohnenbatterie. Ich kann damit nicht umgehen. Ich geb sie dir mal lieber. Ja, okay, weil Papa Bigfoot kommt gleich. Ich hab jemand die. Drohne ist eigentlich relativ einfach zu benutzen. Wir rufen ihn auf Papa Bigfoot. Guter Versuch, Jasmin. Leider hat mich das überhaupt nicht gegriffen, beziehungsweise gepackt oder erwischt. Guck mich da gelaufen. Alter, irgendwie gerade schwenkt der Bigfoot das Ding. Oh! Ah. Aua, was passiert? Wie hat er den Baum manipuliert? Ja! Ich wollte gerade sagen, ich höre ihn. Was hat der in der Hand? Ein Schild! Wo ist er? Boah, ist er ein Schuss! Hilfe! Das sah so schön aus! Hilfe, wie so ein Verkehrsschild ins Gesicht! Boah, ich bin gleich tot! Ich bin gleich tot! Bigfoot, aber ich kann mir jemand helfen? Oh oh. Erste Hilfe-Set. Ja, ich verblute. Danke. Musst du gar nicht. Lass mich doch erstmal machen in aller Ruhe. Aber diese Hektik. In wie viel Leben hast du noch? HP, 22. Doch noch 44. Mir wurde ganz elegant ein Schild in die Fresse geschmissen. Das sah aber auch so schön aus, wirft auch immer wie so ein Speer dir das Ding ins Gesicht. Ich habe jetzt nur noch meine Pistole, ne? Für die andere habe ich keine Muni mehr. Ich habe auch bloß 8 Kugeln. Hä? Was hast du denn für eine andere Waffe? Dieses Gewehr hier, ich. Und die Schrotflinte. Bin mir nicht sicher, welche die braucht. Moment. Die Gauge. Stimmt, 12 Gauge. 12 Gauge braucht es. Ich habe keine Gauge. Ich habe noch die Gasflasche. Und ein Treibstoffkanister. Wir suchen mal die anderen Camps noch. Wir laufen noch mehr Munition, weil Bigfoot hat ja halt schon ein bisschen Aua mit. Hier meine Laterne mit. Kann ich nicht, okay. Ich hab zwei Laternen. Du kannst sie gedrückt halten. Du kannst eh gedrückt halten und dann kannst du sie mitnehmen. Ja, aber das steht auch nicht. Also bei mir zumindest nicht. Vielleicht habe ich irgendwas. Nee. Ja, ich kann draußen. Halt doch einfach gedrückt. Okay, ich halt gedrückt. Klappt das nicht? Passiert nichts. Nee. Nice. Und die hier? Das sind normalerweise welche, die du mitnehmen kannst. Ja, die kann ich aufheben. Gehen wir weiter. Ja. Ich habe nur noch zwei Erste-Hilfe-Sets. Ja. Gehen wir weiter. Jetzt habe ich nur noch eins, ich brauche eins selbst. Da würde ich nicht runterhüpfen, weil sonst brauchen wir noch mal eins.
Ich kenne mich da damit aus, in hohen Distanzen zu spielen. Ja, sie auch. Sei leise, ach. Lucky. Er ist immer aus einer Höhe gesprungen. Kommt man hier nicht runter, das ist ja. Ich glaube, wir müssen. Ich habe so gerade Wände gesehen. Nee, ich habe hier auch schon einen Weg nach unten gesucht. Der nicht über die Treppe geht, aber. Keine Ausdauer mehr. Soweit ich weiß, geht es nur über die Treppe runter. Ja, mich wundert, dass man noch auf keinen Bär oder Wolf gestoßen ist. Weil Papa Bär könnte interessant werden. Da unten ist Licht. Da war dieser Hütte. Ja, da war die Hütte, ja. Ja. Glaube ich. Den Wölfe. Aber ist er dann? Ich habe nur noch 10 Schuss mit der Pistole, ne? Oh. Ah, Kamera ausgefallen. Ja, ich weiß, weil die da unten am Wasser. Da war Moment, was. Mir juckt gerade mein Bein. Ja. Mein Knöchel, wie auch immer. Die Camp hatte jetzt wohl bearbeitet. Der braucht auch mehrere Facecams. Genau, der braucht einen YouTube-Channel. Der braucht einen Selfie-Stick. Jetzt kommt man halt in die Höhle zurück. Waren wir hier schon? Nee. Hier oben ist Munition für Lucky. Ansonsten ist hier nichts. Nee. Okay. Die Lampe kannst du übrigens auch mitnehmen, wenn du möchtest. Naja, beiden, das passt schon. Ich hab 2. Old Hunting Tower 1. Wo schreibt das Schild jetzt noch hin? Old Hunting Tower 1. Wir waren jetzt Radio Tower, Old Hunting Tower, Grow Village müssen wir auch haben. Da würde ich sagen, nach das American Settle und Sweet Rock Creek, oder nicht? Ja. Der ist ziemlich nah. Ich weiß, dass du da bist. Komm raus. Komm raus und zeig dich. Dann hüpfen wir gemeinsam über die Mauer. Komm raus und zeig dich. Jetzt kommt doch gleich von hinten und holt uns an. Warte mal. Ich könnte ja mal weg. Warte mal, ich geh mal hier oben gerade mal hin. Was ist hier? Es kommt gleich Bigfoot von da oben und schmeißt dich runter, pass auf. Das wär's. Oder so ein Mammutbaum fällt mir auf den Kopf. Ja, wie vorhin, ich dachte, was geht jetzt ab? Weil ich bei den Ahnen wollte schlafen gehen. Da oben ist nichts, ne? Ich glaub nicht. Das sind Raben, die mich nerven, aber. Oh, mein Herz! Hast du dich von Raben erschrocken? Ich bin da richtig reingehüpft. Er doch auch. Also gut. Naja, hier oben ist nichts. Das sah mir nur hier oben so aus, als wie so ein Platz, wo auch eine Leiche liegen könnte. Oder ein Lager sein könnte. Mhm. Nein, folgen wir den Weg. Der muss irgendwo hinführen. Zu diesem Mordschild da. Oh. Tippies. Siedlung von amerikanischen Ureinwohnern. Merkt man sofort. Oh, Schwarzbär, hi. Ich habe eine Autobatterie bekommen. Ja, habe ich auch schon eine. 5,56 mm Patronen. Was man die Pfeile und Bogen nicht mitnehmen kann, das ist schlau. Wird ein Holzspeer. Oh, eine Axt. Ja, ich habe auch schon eine Axt. Peter, ich weiß nicht, wo du bist. Ich habe hier den ganzen Tag. Ich habe nicht den ganzen. Was? Ich habe nach dir den ganzen Tag gesucht. Monika ist irgendwo auffindbar. Trifft mich bei dem Zelt am Abend. Ruben Gray.
Ich hab eine Axt. Ja, ich hab auch eine Axt. Ich axte dich. Was ist das für Notes? Auch irgendjemand von euch 5,56 mm Patronen? Null. Schaut mal bitte nach. Ja, ich brauche keine. Ich habe ja bloß die Leuchtpistole und diese Waffe. Mehr hab ich. General Sherman Tree. Okay. Ja, ich. Ich benutze jetzt den Schießstand mit einer Axt. Ach, das ist super, mit dem Baum, mit der Axt irgendwie in das Gestrüpp reinzuschlagen, ob man so ein Ding bekommt. Äste. Stimmt. Nur wegen mir ins kleinere Gestrüpp. Da vorne ist sowas wie das da, ne? So Äste bekommen. Weil irgendwie muss man ja die Fallen tarnen können. Hä, wie kann ich denn die Axt benutzen? Du drückst Q. Nee, da ist sie ja nicht. Messer. Da wird sie mir ja nicht ange. Achso. Da musst du auf durchscrollen. Messer dann scrollen auf. Ah. Kann ich vielleicht auf den Baum einboxen? Ich weiß es nicht. Irgendwie muss man ja was kommen, um das zu tarnen. Oder was ist mit solchen Liegen denn, Ash? Nö, Baum bringt nichts. Wo bist du denn? Ja. Der muss knien. Sieht aber auch nicht normal aus. Also ich habe eine Rohrzange, ein Messer, ja, und eine Axt. Gut, dann würde ich sagen, jetzt haben wir das Tippi. Da hinten ist irgendwas mit General Sherman gewesen. Das ist jetzt auch irgendwie nichts Besonderes. Also ist der Baum. Außerdem habe ich, nur so by the way, Treibstoffkanister, Autobatterie und Gasflasche. Was kann man damit noch machen? Eine Autobatterie? Ja, ich meine, die brauchte man für den Funkturm. Ich habe auch eine Autobatterie. Aber jetzt wird's langsam wieder dunkel gewesen, schade. Ich hab nur noch 10 Schuss, ne? Mit der Pistole. Ich hab noch 8 Schuss mit meiner Spatze. Und ich hab auch immer noch nur noch ein einziges Erste-Hilfe-Set. Also versucht irgendwie nach Möglichkeit nicht mehr so viel Schaden zu bekommen. Wir gab mal Richtung Shelter 1. Na, ich werde beim nächsten Angriff wahrscheinlich wieder auf dem Boden liegen. Gucken wir mal, ob beim Shelter 1 irgendwas sinnlos liegt. Wir müssen diesmal relativ früh ihn mit der Signalfackel abschießen. Die Autobatterie, ja, soll man als Falle benutzen können. Ach stimmt, das war doch das, wo man draufschießen konnte, oder? Vielleicht deswegen auch die Gasflasche. Also das bei kann Gasflasche sein. Kann ich es verstehen mit draufschießen, aber Autobatterie? Ja gut, wenn es explodiert, weißt du, das ganze, was ist da alles drin? Diese ganze giftigen Inhaltsstoffe, wenn die da drauf sind. Ach. Der wird ganz fleckig. Hier ist ein Wasserfall. Da hinten ist warte mal. Bei hinten, warte mal. Da wo ein Wasserfall herkommt, kommt auch ein größerer Wasserfall. Ja, warte mal, da hinten ist mal ein Zelt oder was? Die Autobatterie stunt den Typen. Kommt mal her, zu mir noch. Okay, aber ich würde gleich gerne mal einen Wasserfall folgen in Richtung aufwärts, weil da müsste ja ein größerer Wasserfall sein und da dürfte eine Leiche liegen. Du weißt schon, dass das Abwärtsfolgen ist, meines Wissens nach. Wenn du in die Richtung da willst. Ja, aber da, wo der Wasserfall herkommt. Da willst du hin, okay. Dann ist das aufwärts. Aber weil Ruby wollte ja zum Wasserfall. Genau. Jetzt wird es aber dunkel langsam. Wollen wir dann kurz hier mit einer Falle vor dem Ding uns schnell einsporen und ich gucke noch vorher, ob ich Papa gut finde. Ich würde ganz gerne meine Fallen mit dazu probieren, dass wir das mal versuchen. Ja, können wir machen. Dann denke ich jetzt einfach mal, bleiben wir hier drin. Welche wollt ihr haben? Treibstoff, Gas oder Autobatterie? Ich leg meine Autobatterie oder legst du die Autobatterie? Muss ich nicht noch. Ja, aber wohin? Ich möchte wissen, wohin. Ja. Ja. Platzier's mal irgendwo im Camp. Ich hab's so beim Feuer hingestellt, ne? Ja, komm mal rein. Aber ich hab Angst, dass wir, wenn wir zu nah dran sind, dass das Ding uns auch erwischt.
Kopf hoch. Mehr wie Aua kannst du nicht machen. Mehr okay. Als Aua. Okay. Ich muss auf die Toilette. Perfekter Zeitpunkt. Nicht wirklich. Ich bin gleich wieder da. Ich hab keine Was? Der stirbt uns gleich weg. Hätte er nicht wenigstens warten können, bis es wieder Tag ist? Aber du meldest dich halt bei Zeit, wenn du Bigfoot nicht laut hörst und fliegt man mit dem Boden kurz rum. Was? Bigfoot ist da. Ich hab von dir trotzdem kein Wort verstanden. Ich habe eigentlich gerade gesagt, ich fliege kurz mit der Drohne rum, aber das ist Bigfoot nicht. Das muss man mit der Drohne fliegen. Der haut rechts schon wieder einen Baum weg. Doch, ja. Also er rennt auf jeden Fall jetzt erstmal in die Falle rein, wenn es Zelt rein will. Dass der vor allem auch immer automatisch weiß, wo wir sind. Gut, es wurde ja vielleicht irgendwie, dass der irgendein Baum oder so, weißt du, feststellen kann. Körperbaum, keine Ahnung, gibt's ja auch. Und so langsam glaube ich, dass mein letzter Follow kein Bot war. Daher sage ich jetzt einfach mal auf gut Glück, Republik, Dankeschön für den Follow. Weil er wird mir immer noch als Follower angezeigt. Das wird ein Bot normalerweise jetzt nicht unbedingt. Ihr habt, du hast dich gerade nicht bewegt, oder? Nein, ich habe gerade was getrunken. Das ist entweder ein Tier. Nee, aber ja. Alter, wie lange braucht er denn? Also nicht Bigfoot, sondern Lucky. Bin ich wieder. Ah, WB. Ja. Ich bin nicht Bigfoot, hi. Nein, ich habe nur gefragt, wie lange du noch... Oh. Ich bin draußen. Nicht um mich, 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 nicht um mich! Oh, nein, 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 nein! Ich hab keine Munition mehr. Du hast sie verfehlt! Weißt du, hast du einen toten Körper gefunden? Ja, hier. Denk dran, beim Feuer liegt die Autobatterie. Versuch den hierher zu locken. Oh, er ist mit dem basiert. Der wurde zerschnitzelt. Die sind sie. Ja, die wurde zerschnitzelt. Oh. Wie ein bisschen. Ja, wo ist die Autobatterie? Nein, oh verdammt. Das wird zu viel. Nicht zwei, bitte. Zwei, ja, ich hab zu spät gesehen. Oh. Das war jetzt hart. Nein, das machst du nicht. Aber habt ihr das gesehen? Ich hab ihn erstmal brennen lassen. Yay! Komm nochmal. Nein, er hat mich. Ich kann bloß messen. Wir können nicht mehr heilen, ne? Ich hab nichts mehr. Na, was macht er? Aua, aua. Nein, er tötet mich. Er hat mich einfach getötet. Ich bin tot. Verdammt. Kamal, er hat mich gerade aufgetötet. Ja, ich hab mich selbst getötet. Der hat mich auf den Boden gehauen. Ich hab mich selbst getötet. Was ist jetzt? Sind wir alle tot? Das mit der Gasflasche war vielleicht doch nicht so schlau. Aber ich habe ja auf den Boden geprügelt. Komm, ich lag da schon tot und der kam heute nochmal zu mir. Ja, der hat mich im Boden umgespitzt reingehauen. Nochmal! So viel XP.